Ja, vielleicht steht das Tor jetzt auch erst richtig und Bützu Güssow trifft weniger. Das wäre natürlich ein kurioses Entwicklung in diesem Spiel. Aber dafür muss Schwerin ihrerseits erstmal das Tor treffen. Damit das Ganze sich dann auch lohnt, weil so lange spielt Bützu Güssow nicht mehr auf das Tor. Es sind noch 6 Minuten in Halbzeit 1 und die Zuschauer sind jetzt da. Versuchen die Mannschaft jetzt nach vorne zu bringen. Und sie müssen jetzt das weiterspielen, was sie in den letzten Minuten angezeigt haben. Aber das war zu offensichtlich, zu einfach. Der technische Fehler. Aber keine Schwerinerin ist wach genug. Und der Ball an den Kreis, an die Latte und im Tor. Mit Glück. Antje Krupke. 5:11. Das ist das, wenn du dann schon kein Glück hast, dann kommt auch noch Pech dazu. Ne? Ja, das ist richtig. Ball war wohl klar in der Linie, hat der Schiedsrichter auch angezeigt eben. Andere Schiedsrichter entscheiden bei sowas natürlich auch gerne mal für die Heimmannschaft. Aber hat er gut gesehen, gut entschieden, alles richtig. Ja, es wäre für die Spannung, hätte uns das natürlich gut getan, aber richtigerweise, wenn der Ball drin ist, soll die Spielerin dafür auch belohnt werden. Theresia Meister mit dem Hüftwurf. Und das war klasse gehalten von Katharina Semmler. Und jetzt gibt es die Auszeit von Bützu Güssow. Und da wollen wir mal ein bisschen reinhören. Nationalmannschaft, die müssen wir es auch nicht erlauben, oder wie, wenn du jetzt noch dran mit der Gefahr, ob man das darf. Das Mikrofon reinhalten, das darf, muss man fragen vorher. Anne, kannst du mal irgendwas an der Ja, eine relativ ruhige Auszeit auf Seiten von Bützu Güssow. Die erste klare Ansage, die Außen halten ihre Positionen. Damit war der Trainer unzufrieden, ansonsten gab es nicht so viel, womit er unzufrieden sein musste und konnte. Dann gibt es noch kurze Konfusion über den Spielball. Da ist er wieder. Und dann geht's weiter, weil man führt hier mit 6 Toren bei Grün-Weiß-Schwerin. Und man wollte sicherlich jetzt auch ein bisschen den Rhythmus brechen von Schwerin, die sich gerade ein bisschen gefangen hatten. Könnte aber auch sein, dass sie damit Schwerin den Gefallen getan haben, die Auszeit zu nehmen, die Steffen gerade brauchte. Ja, sicher, aber Steffen spielt immer noch in unten. Nee, ach nee. Entschuldigung, jetzt hätte ich mich fast geirrt. Schwerin ist hier komplett. Und jetzt wird sicherlich in der 6-0-Abwehr wieder zugefasst. Und man nimmt sich ein bisschen Schub in die nächsten 1-2 Angriffe. Nummer 8 jagt das Ding wahllos über das Tor. Nachdem man sie aus der Mannentlassung entlassen hat, ist sie unsicher beim Wurf. Ja, ich denke mal, es war einerseits eine gute Idee von Steffen, sie vorher erstmal gleich ein bisschen auszublocken. Jetzt ist sie natürlich in der Pflicht vom Trainer her und auch von der Mannschaft her, dass sie wohl wahrscheinlich eine Führungsspielerin ist und auch viele Tore machen kann, aber momentan hat sie auch in der Hinsicht die 2, 3 Versuche, die sie hatte, noch kein Mittel gefunden, sondern schießt die Dinger grob weit übers Tor und bleibt abzuwarten, ob sie irgendwann noch ihre Zielsicherheit findet. Und der Ball als Aufsetzer verdeckt, geht ins Tor, Antje Krupke, 4. Treffer, ja, 5:12. Da muss die Abwehr blocken, da müssen die Hände zum Ball gehen, zur Wurfhandseite. Das ist alles nicht der Fall. Und wieder 7 Meter. Ja, das ist nicht unbedingt ein gutes Omen für Schwerin. Es ist der 4. 7 Meter, den sie bekommen. Einer von 3 waren drin. Und mal gucken, wer jetzt an den Strich tritt. Will keiner. Bisschen Konfusion. Ah, nee, doch. Ja, der Ball wird hin und her geschossen. Ja, keiner traut sich so richtig. Theresa Meissner sollte da hingehen, wollte aber selber nicht. Der letzte war verworfen und dieser ist dann drin. Zum 6:12. Das spricht für die Unsicherheit in der Schweriner Mannschaft, die eigentlich gar nicht sein müsste. Ich denke nicht, dass die Unsicherheit da sein sollte. Im Endeffekt
wie ich vorhin schon sagte, Bützow-Güstrow ist keine Übermannschaft und Potenzial hat das junge Team von Steffen. Aber sie müssen halt auch selber auf die Platte bringen und umsetzen jetzt endlich mal. Jetzt gleich. Jawohl. Katrin Hilger mit ihrem zweiten Treffer. Da war dieses schnelle, das einfache Tor, was Schwerin dann aber auch macht. 7:12. Ja, aber trotzdem ist auch noch nicht wirklich ein Tor aus einer spielerischen Situation entstanden. Es sind wirklich 7-Meter-Tore oder die über die erste und zweite Welle. Das heißt, das Spielerische ist bei Schwerin momentan noch nicht in der Halle. Man kann nur hoffen, dass es dann mit der Zeit sich langsam abfärbt und dann die Tore aus dem Spielverlauf einfach und kompliziert fallen können. Da kommt sie. Das ist wahrscheinlich das, was Steffen gemeint hat, was bei der Nummer 8 ausschlaggebend ist. Die Schnelligkeit und das gute 1-1. Und dann natürlich auch mit einem wunderbaren Torabschluss. Und jetzt auch von Jule Schiller ihr zweiter Treffer zum 8:13. Da haben sie sich mal schön freigespielt. Ja, ich denke mal, das ist das, wie gesagt, wo ich da. Da muss Steffen aufpassen und seine Mädels. Nummer 8 vielleicht gar nicht von hinten so stark, aber hat einen unheimlich schnellen Antritt eben gehabt, ein sehr gutes 1-1. In Handballerkreis sagt man mal OKB ohne Körperberührung am Gegenspieler vorbei, dann hat es sich natürlich auch leicht, den Ball einzunetzen. Ja, jetzt haben wir noch 1,5 Minuten bis zur Halbzeit hier. Und wieder ist er. Genau das, was du sagst. Sie hat einen unheimlich schnellen Antritt. Ihr 7. Treffer bereits in diesem Spiel, auch wenn 4 per 7 Meter gefallen sind. Ist unglaublich gefährlich in diesen Antritten und Schwerin kriegt es wieder im Moment jetzt nicht mehr gehalten. 1 Minute vor Ende der ersten Hälfte. Und jetzt den Positionsangriff durchgespielt über außen. Und der Ball mit Glück, aber ist im Tor von Sarah Bischoff. 9:14. Wichtig, nochmal einen Ball abzugreifen, vielleicht noch einmal in den Angriff zu kommen. Auf 4 Tore zu verkürzen, sieht natürlich besser aus, als mit 5 Toren in die Halbzeit zu gehen oder vielleicht auch mit 6. Deswegen, ja, ich sehe es jetzt dem Steffen wieder, Katrin Hilger raus zur Manndeckung auf die Nummer 8, um ihren Bewegungsfluss zu stoppen. Mal schauen. Ja, passives Spiel jetzt angezeigt, nachdem sie den Ball verloren haben. Und das darf natürlich nicht sein, und jetzt gibt es den 7 Meter. Also ist zu einfach, das ist zu einfach. Zeitstopp und nochmal der Torwartwechsel auf Schweriner Seite. Laura Fischer geht aus dem Tor und Annika Konz natürlich auch ein Mittel, um hier die Zeit anhalten zu lassen von den Schiedsrichtern beim Torwartwechselstandard. Steffen wird jetzt auch gleich die grüne Karte bringen nach dem 7 Meter. Und Ballbesitz Schwerin und wie du sagst, ist die grüne Karte auf Schweriner Seite und wir hören mal ein bisschen rein. Ja, Steffen hat seine Mannschaft jetzt nochmal auf diese letzten 15 Sekunden eingeschworen. Mit seinem Taktikbrett ihm klar gezeigt, was er gerne sehen möchte, was er gerne gespielt haben möchte. Und jetzt wollen wir gucken, ob seine Mädels das auch umsetzen. 13 Sekunden noch. Sollen sie aus raus spielen? Genau das hat er gefordert. Und da ist auch das Tor. Das war genau umgesetzt, was da gesagt wurde. 10:14, der Halbzeitstand zwischen Grünwald Schwerin 2 und der SG Bützow-Güstrow. Jetzt in die zweite Hälfte. Grünwald Schwerin 2 gegen die SG Güstrow-Bützow. Spielstand 10:14. Ich denke mal, Steffen hat klare Worte gefunden. Ich habe das so ein bisschen eben mitgekriegt vom Co-Trainer, von Mario Kube. Das soll in der Abwehr intensiver auf Wurfhand und auf den Nebenmann geachtet werden. Das heißt, wenn die Wurfhand zu ist, muss der Nebenmann natürlich aufrücken und zustellen.
Ansonsten wollen sie jetzt vorne über spielerische Mittel natürlich ihre Fähigkeiten ausnutzen und wieder zu einfachen Toren kommen. Ja, jetzt Variante angezeigt von Theresia Meissner. Wollen wir mal schauen. Und der nächste technische Fehler. Ja, es beginnt ein wenig wie in der ersten Hälfte. Jetzt wollen wir mal gucken, wie bis zu Güstrow aus den Startlöchern gekommen ist. Da geht keiner richtig ran an Cassie Maria Schaska. Und da ist das 10 zu 15. Theresia Meissner rückt da zu spät raus. Da hat sie die Lücke, traut sich nicht, bricht dann ab. Ich weiß gar nicht, wovor die Mädels Angst haben. Aber die eigene Motivation, der eigene Wille zum Torerfolg ist jetzt vorhanden gerade. Ja, Theresia Meissner mit ihrem zweiten Treffer zum 11 zu 15. Ja, die Mädels müssen vorne viel mehr Körpersprache zeigen. Das, was sie jetzt hinten versucht haben in der Schlussphase der ersten Halbzeit zu zeigen, Körperspannung und das Aushelfen beim Nebenmann, alles in Ordnung, aber es muss natürlich auch jetzt vorne fruchten langsam. Zum Glück haben wir jetzt nach 1 Minute 30 schon das erste Tor für Schwerin gesehen. Ja, wir sind ja hier mit 0 zu 6 in das Spiel gestartet aus Schweriner Sicht. Positiv bleibt dabei fast zu erwähnen, dass man zumindest schon mal wieder auf 4 Tore rangekommen ist. Ja, sicher, aber wie gesagt, es ist jetzt wichtig, natürlich in der Anfangsphase der zweiten Halbzeit den Bützow Güstrow so ein bisschen den Schneid abzukaufen, ein bisschen kompakter zu stehen und dann, wie gesagt, über die einfachen Tore zum Erfolg zu kommen. Auch da eine Wehr Nummer 11 geht ins 1-1, macht eine Drehung. Die Nebenspielerin, die zum Aushelfen eigentlich da sein sollte, war wieder nicht vorhin. Und jetzt das Tor auf der linken Seite durch die Nummer 8 von Bützow Güstrow. Und mittlerweile 16 zu 11. Das war auch der 8. Treffer inzwischen von Cassie Maria Schaska. Sieht wieder statisch aus, was Schwerin da jetzt macht. Das, was eigentlich nicht sein sollte, zu wenig Bewegung. Man spielt bei jetzt schnellere Bälle, aber schön durchgesetzt. Katrin Hilger am Kreis. Und dann kommt auch noch Pech dazu, der Pfosten im Weg. Aber schön sich den Ball geholt. Und jetzt die Bälle gespielt. Katrin Hilger mit der Finte und jetzt mit Innenpfosten. Und dann ist er drin. 12 zu 16. Das war das Tor durch Antje Krupke. Ihr fünfter Treffer in dieser Partie zum 12 zu 17. Aber auch eine Spielerin bleibt da liegen vom Bützow Güstrow. Und dessen gibt es einen Torwartwechsel hier für Gründer ist Schwerin.